Moin, moin, moin. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu unserer Schule, die im Bau ist. Immer noch. Die läuft zwar schon, aber auch irgendwie auch nicht. Das letzte Mal haben wir unseren Bürotrakt oder sagen wir mal den Bereich für die Lehrer erweitert. Zwei weitere Büros sind existent. Wir müssen jetzt mal gucken, inwiefern wir damit agieren können. Wen wir sozusagen da später reinsetzen. Das sind ja im Moment, wir haben immer noch einen Lehrer für jedes Fach. Das klappt aber auch, weil wir 4 Klassen haben und die Fächer nicht zeitgleich stattfinden. Also das funktioniert. Unser Schulplatz ist derzeit im Bau. Und vor allem die Laufbahn wollen wir hier ja haben. Die war jetzt auch nicht günstig, aber ermöglicht natürlich einen richtig coolen Sportunterricht. Na, die ist jetzt erstmal im Bau, das dauert ein bisschen. Währenddessen, oh, die Kinder sind wieder auf dem Weg in die Schulen, also in die Klassenzimmer, das funktioniert alles. Sehr gut. Hier wird auch alles abgewaschen. Tiefkühltruhen sind auch voll. Alles sauber, das ist schön. Es gibt nichts zu mäkeln und unsere kleine Flagge ist auch da. Sehr gut. Fragt man sich, ich glaube, bei uns gab es 4 mal 4 Klassen in der Grundschule. 4 mal 4. Das wären also das gleiche hier nochmal mal 3. Aber ich glaube, wir können auch. Können wir nach oben hin wegbauen? Können wir irgendwann Treppen bauen? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, wir müssen auf dieser Größe bleiben. Da würde es sich ja schon fast anbieten, dass wir, ups, dass wir hier entweder hier anbauen oder die nächsten Klassenzimmer mal gucken, wenn das hier dass wir den Sportplatz verkleinern. Und dass wir das hier noch zubauen und den Sportplatz nach links verlegen. Das ist nicht das Problem. Wir nur ein. Ne, wir haben ja auch noch 2. Die helfen aber nicht. Das heißt, das Ding muss einer alleine zu Ende zimmern hier. Natürlich auch ärgerlich. Währenddessen finde ich, können die anderen. Um die umliegenden Gräser kümmern. Oh, schaut mal. Oh, da ist ein Schüler krank. Aber hier, die haben sich gern. Die überreichen sich einen Liebesbrief. Oh, wie süß. Niedlich. Okay. Der ist aber krank. Das heißt. Wir brauchen irgendwo Gesundheit da. Unbedingt. Bin ich gleich gespannt, wie hier der Laufunterricht dann stattfindet. Ob die wirklich im Kreis alle rennen? Oder ob man sieht, wie 4 Leute hier stehen und dann geht's los und die anderen Armbänder hier? Das wird doch interessant, gleich zu sehen.
Wie kann ich die denn wegbewegen? Geht das überhaupt? Moment. Ach, ich krieg das gleiche wieder. Okay. Und ein Wasserspender. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wann hier sozusagen der nächste Sportunterricht mit der Laufbahn stattfindet. Oder muss das eingetragen werden? Nee. Nee. Im Übrigen wurde gesagt, hier da unten rechts steht doch Kredit. Ja, aber dafür brauche ich ein Buchhalterbüro. Das habe ich nicht. Aber was ich habe jetzt gerade erforscht, dass wir eine kleine Klinik bauen können. Und das sollten wir in die Nähe des Lehrerzimmers machen. Die eine Mindestgröße. 5x5. Aber wir machen ein bisschen länger. So. Bauen. Böden. Nehmen wir den. So, Wände. So, jetzt gehen alle nach Hause. Die Klinik benötigt Krankenbett, Medizinschrank und Stuhl. Aber wenn ich hier auf Klinik gehe, steht das hier bestimmt auch. So, Krankenbett. Tag 5? Oder wo bin ich jetzt? Ja. So. Drei Schüler sind krank, okay. Was passiert? Lustig. Gibt es einen Gewinner zum Schluss? Die Rauchspur. Aber das tut den Kindern gut. Denke ich mal.
So, der Sportplatz soll natürlich auch schönes Gras haben, das soll gut aussehen. Okay, die machen jetzt ihren Hampelmann hier. Mal gespannt, wann die nächsten hier hingehen. Wann die Laufbahn wieder benutzt wird. Echt, ist der jetzt krank hier oder? Ne, ruht sich nur auf dem Stuhl aus. Okay. Na, quatscht anscheinend mit dem ein bisschen. Schulbus finde ich gut. Oh, wir haben auch nicht mehr so viele Einnahmen. Ich muss, glaube ich, eventuell kann ich das auch wieder canceln? Kriege ich das Geld wieder, ja. Ich muss, glaube ich, ein paar Lehrer einstellen und ein bisschen mehr Schüler hinzuholen. Na, das passt. So, dann haben wir schon mal die Räume also die Fundamente. Jetzt müssen wir hier nur noch nicht die Türen bauen. Seine Aufgabe ist unerreichbar, ja, weil. Die Wände abgerissen werden müssen. Zack, zack. Dann haben wir hier drei weitere. Dann mache ich Klasse 1, 2, 3 nochmal. So, ich brauche ein Buchhalterbüro. Da. Okay. Nach 9 Tagen ist ein Schuljahr um. Und dann sehen wir, wie viele Schüler den Abschluss geschafft haben. Und die von der ersten Klasse wandern ja in die zweite. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall von der vierten 2. Wir brauchen von allen hier. Brauchen wir 3. Also 2, 3, 4 brauchen wir hier drin jetzt erstmal. Bei 1 wandert weiter und 1 wird neu aufgefüllt. Glaube ich. So würde ich es jetzt schätzen. Hey, wie viel Sport getrieben, weil sie krank sind. Was? Ich habe nicht zugewiesene Straftäter. Den lassen wir nachsitzen.
Ach, die wurden noch nicht erwischt beim Rauchen. Ah, Schwänze. Mobber wurden erwischt, Rüpel noch nicht. Die Raucher wurden noch nicht erwischt. Oh, er geht zum Büro des Schulleiters. Er wurde hingeschickt. Bin ich mal gespannt. War sehr schnell unterwegs. Schimpft. Wurde ausgeschimpft. Eigentlich ist sonst alles gut. Dass er ausgeschimpft wurde. Er kocht immer noch vor Wut. Haben wir sonst noch einen, der Eigenschaften Raucher, das ist er. Das ist ein Raucher. Und der ist in der ersten Klasse. Großer Gott, wie furchtbar. Okay, schlimm. So, Klassenzimmer, da. So, weitere Klassenzimmer. Ist die entscheidende Frage, ob wir noch ein paar Lehrer einstellen sollten. Sind hier sonst noch Sachen kaputt? Nö. Hier war ein Krimineller unterwegs.
Warum rennen die hier rum? Was muss ich gegen den tun? Aber ich glaube, es sind Sicherheitsmitarbeiter. Wie teuer werden die Erforschungssicherheit? Oh, teuer. Nee, wir müssen mal kurz diese Schuhe hier einmal abwarten. Hygiene. Gucken wir uns mal ein paar Stats an. Kackflecken. Klinik. Schüler, die durch minderwertige Lebensmittel ihre Gesundheit verloren haben. Also im Moment sind alle sehr zufrieden. Denen geht's gut und die haben Spaß. Oh, interessierte Schüler, 222. Oh, da werde ich einige neue im neuen Schuljahr hinzuholen können. So, den Tag haben wir jetzt auch gleich geschafft. Und dann denke ich mal, schaffen wir es in der nächsten Folge vielleicht das Schuljahr zu beenden. Und dann gucken wir mal, inwiefern wir das alles packen. Jetzt sind wir Tag 7. Die Schüler sind angeblich unglücklich. Weiß ich auch nicht warum. Fühlt sich nicht so ganz sicher. Ja, Sicherheit, die fehlt noch. Es kommt noch. Obwohl, wir haben ja eigentlich alles, ne? Ich könnte es, glaube ich... Erforschen wir das mal. Und sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, tschüss!